Kommen Sie nur, tanken Sie schon mal selbst. Ich bin gleich bei Ihnen. Die Säule hier ist immer noch Schrott. Hey, Sportsfreund, wie geht's denn so? Könnten Sie die Zapfsäule freimachen? Ich bin fast durch. Tja, leider kann ich nicht warten, bis Sie fertig sind. Jetzt kapiert? Kann ich behilflich sein? Nein. Wir brauchen keine Hilfe. Und er ist fertig. War schon mal vor, Clay. Das macht 1284, Sir. Ich war noch nicht fertig. Ich denke doch. Was immer Sie denken, überdenken Sie es. Überdenken? Er meinte, ich soll es überdenken. Sie stellen das nicht wieder an. Warum gehen wir zwei nicht eine Runde hinter das Haus? Da trete ich dir so in die Fresse, dass ich dir das Gebiss auf links falte. Hoch. Luther! Luther! Hey, Broker! Armierungsstahl. Besonders die Dicken haben es in sich. Schwing ich zu hoch, zu schnell, dann hast du eine kopflose Zukunft, Mann. Das erfordert richtig Fingerspitzengefühl. Hast du sauber hingekriegt, Lou. Ja, da wäre auch echt sauer gewesen, wenn wir irgendwas Dämliches gemacht hätten. Dann muss er ja fast andauernd sauer auf euch sein. Echt witzig, Mann. Du bist ja ein richtiger Clown. Ein richtiger Scheiß-Zirkus-Clown. Reiß dein Maul ganz schön auf. Scheiße. Wie gefällt dir das, hä? Wir haben dich von Anfang an für den Kopf gehalten, Broker. Du gehst wie ein Kopf. Du kämpfst wie ein Kopf. Du stinkst sogar wie ein Dreckskopf. Nochmal. Genug. Gator kommt sicher gleich. Wenn der ist. Es ist mir scheißegal. Ich hab ihr das Sagen. Hörst du mich? Hey! Kannst du mich hören? Wer beschützt jetzt dein blödes Gehör, ha? Wer passt auf deine Kleine auf? Deine Freundin? Oder ein Babysitter?
Bruder ist im Haus, ganz Mutterseelen allein. Und warte drauf, dass du kommst, ins Bettchen steckst und dir noch eine hübsche Geschichte vorliest. So eine Scheiße! Eine hübsche Geschichte vorlesen. Und so geht sie aus.